Erinnerst du dich noch, kleiner Käfer? An die ersten Tests und Abenteuer? An die Berge, die wir bezwungen haben? Ich habe dich auf den Weg gebracht. Ein Auto mit Charakter. Zeitlos. Ein Wagen fürs Volk. Inzwischen kennt dich jedes Kind. Ich bin so stolz auf dich. Jedoch, während du die Welt erobert hast, wurde mein Name ausgelöscht. Letztlich gab es Kräfte, die stärker waren als ich. Du bist nun das berühmteste Auto der Welt. Aber wer kennt den Anfang deiner Geschichte? Ihr kommt wegen dem Ganzwagen. Ja. Hallo, Gerd. Hallo, Paul. Guten Tag, Lorenz. Ah. Freut mich. Das ist die erste Mal, dass wir eine Standard Superior sehen. Es ist erstaunlich, dass das Auto so überlebt hat in der DDR. Es sind wirklich sehr viele Teile von dem Auto noch original. Wie die Kotflügel, ja, die Seiten, die Seitenteile, die Räder, die Scheinwerfer. Und die ganze Technik? Die ganze Technik, komplett das ganze Fahrgestell, ist noch original. Der VW Käfer ist nach den gleichen Prinzipien mehr oder weniger gebaut, entsprechend der Massenfabrikation angepasst. Aber die Konstruktionselemente sind alle da wiederzufinden, cool, wenn man sich die Details auch anschaut. Ah ja. Wow. Ja, wie müsste man jetzt vorgehen, um den Motor zum Beispiel zu starten? Also wie? Batterie einbauen, Benzin in den Tank rein, Gasgestänge einhängen und dann müsste er laufen. Okay. So, das ist das Originalprospekt vom Standard Superior. Was interessant ist, dass Josef Ganz wird hier genannt. Ja. Das zeigt aber, dass er ein sehr bekannter Fachmann zu der Zeit gewesen ist und der hoch geschätzt worden ist. Ja. Sonst wäre er nicht im Prospekt genannt worden. And of that model, the very first model, von diesem allerersten Modell gibt es kein vollständiges Fahrzeug mehr. Schon als Kind hat mich der Käfer fasziniert. Ein kleines, rundes Auto mit Heckmotor und dem typischen Knattern. Ich kannte die ungefähre Geschichte von Porsche und Hitler, die ihn auf den Markt gebracht haben. Aber dann habe ich mich mit den Details beschäftigt. Und irgendwann entdeckte ich einen Artikel, in dem Josef Ganz erwähnt wurde. Ich hatte noch nie von diesem jüdischen Ingenieur gehört, der eine wichtige Rolle beim Volkswagen gespielt haben soll. Für mich eigentlich ein Nazi-Projekt. Und das hat mich einfach gepackt. Zudem das Foto von Ganz in Australien am anderen Ende der Welt. Ich musste der Geschichte weiter nachspüren. Gerade. Etwas nach rechts? Ja, nach rechts, ja. Langsam. Hier ist runtergesprungen. Kann man sich eine Welt ohne Autos vorstellen? Natürlich nicht.
Anfangs war das Automobil nichts weniger als ein Wunder. Ich kam genau 10 Jahre nach dieser außerordentlichen Erfindung auf die Welt. 1898. Ich bin in Wien aufgewachsen, der Metropole damals. Ich sehe sie vor mir, die breiten Straßen voller Kutschen. Schon seltsam. Ich ging dieselben Straßen entlang wie der große Erfinder Ferdinand Porsche. Ich hätte auch diesem anderen Österreicher, Adolf Hitler, begegnen können. Vielleicht in der Tram? Ein frustrierter Künstler, der mein Leben ruinieren wird. Aber davon ist damals nichts zu ahnen. Mein Leben muss erst mal Fahrt aufnehmen. Ich war einfach immer schon ein Auto-Fan. Und im 2005 war ich eben Chefredakteur von Modellauto-Magazinen. Und als ein Familienfest war, zeigte jemand den Zeitungsartikel über Josef Ganz. Es war sehr speziell. Ja, ein Mann von meiner Familie hat etwas mit Autos zu tun und mit Porsche und mit dem Beginn der Automobilindustrie. Und der Journalist, Paul Schilperort, ich dachte, das muss ein alter Journalist sein, aber es war ein junger Mann, ähnliches Alter wie ich. Ja, jetzt versuchen wir dieses Auto, weil es ein bisschen abgeändert worden ist in der DDR, versuchen wir das eben wieder zurückzubauen, um die Geschichte von Josef Ganz bekannt zu machen. Weil seine Geschichte wurde dann offiziell nicht beschrieben. Er fehlte, Josef Ganz fehlte in der Geschichte. In unserer Familie war er ein bisschen eine zwiespältige Person, Josef Ganz. Einige sagten, das war ein Spinner. Und das ist, die haben das eigentlich runtergespielt, klein gemacht, die Geschichte. Und für einige war er ein Genie. Wir haben ja Onkel Seppel gesagt, oder? Ja. Aber ich habe immer gefunden, das ist der Onkel mit dem Maikäfer. Ja. Zwei lustige Äugli. Und einfach wie ein Maikäfer. Ja. So, wie geht's? Hi. Gut, schön, dass du kommst. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, dass du ein ganz kleiner Bub warst. Und dann habe ich, du warst im Zimmer und hast gespielt. Und ich bin schauen. Und dein Zimmer war voll Auto. Ja. Voll Auto. Ja. Und er, oder? Warte, ich habe da noch ein Bildchen mitgenommen. Oh ja. Ich in der Erinnerung. Ich war ja ein kleines Kind und da bin ich ins Zimmer vom Seppel gegangen, das war verboten. Und dort war es schön. Ich war ja so klein und dann hatte er ein grosses Auto. Das Auto, das du hier hast. Und dann habe ich mein Baby geholt und bin mit dem Baby im ganzen Zeug herumgerannt. Oder? Okay. Und hatte eine Freude. Und plötzlich kommt eine Stimme. Wer hat dir das erlaubt? Und ich bin verschrocken. Ich drehe mich um und dann ist ein Mann dort mit einem Beret. Der schaut mich an und er strahlt mich an. Oder? Er macht die Arme auf und ich renne mit den Armen rein. Und er hat mich umgewirbelt wie ein Teppich. Und das war so die erste Begegnung mit dem Seppel. Oder? Ja. Ich glaube, er war schon ein ganz spezieller Mensch. Mit einem, also so wie ich mich mal erinnere, er hatte ein unwahrscheinliches Feuer. Ja. Und jetzt sehe ich, wie der Mensch gelitten hat, wie der Mensch verfolgt worden ist. Mhm. Und darum, weil ich das so gespürt habe, bin ich so dankbar, dass du und Paul das machen und dass die Wahrheit ans Licht kommt. Hier ist das älteste Bild von Josef Ganz. Das einzige Foto von ihm als Kind. Josef Ganz, ein 12-jähriger Gymnasiast in Wien, hat eine Schutzvorrichtung für elektrische Straßenbahnwagen erfunden. Der junge Techniker verspricht somit, ein berühmter Mann zu werden. Wow. Das bin ich, in meinem Matrosenanzug.
Ich will Ingenieur werden und kann mir keinen besseren Beruf vorstellen. Mir fehlt es an nichts. Mein Vater ist deutscher Diplomat und Autor. Ein Anhänger freier Erziehung, seiner Zeit voraus. Meine große Schwester Margit und ich werden ermuntert, unseren eigenen Interessen zu folgen. Josef Ganz war mein Großonkel. Er hatte selber nie Kinder und mein Vater war sein Göttibub. Josef Ganz spielt in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Er war durch seine Geschichte eine wahnsinnige Figur in unserer Familie, obwohl er eigentlich abwesend war. Immer hat mein Vater feierlich zu uns gesagt: Vergesst nie, Josef Ganz war der Entwickler des VW Käfers. Das schönste Auto der Welt. Mein lieber Käfer, von allen wirst du geliebt. Jeder wird irgendwann alt und altmodisch. Und dann erinnert man sich nicht mehr an ihn. Aber du, kleiner Käfer, bist niemals alt geworden. Du bist ein Klassiker. Doch für mich ist kein Platz in deinem Siegeszug. Lorenzo! So, Maya, wie geht's? Da mein Vater gestorben ist, gibt es sehr viele Fragen. Und diese Geschichte von diesem Volkswagen, die war mir auch auf eine Art immer eine Schuhnummer zu gross. In der Zwischenzeit haben wir eben auch können, der Paul und ich, ja, so ein Auto-Auffindung machen. Ja, eben. Eigentlich ist ja mein Lieblingsbild ist ja, wie der Josef Ganz auf dem Standard Superior hockt, der Bahnhofstrasse. Ja. Und jetzt haben wir eben genau so ein Auto, sogar noch das Vorgängermodell von dem gefunden. Also der Josef Ganz, ich glaube schon, dass so weit weg ist er nicht, ja, oder? Ich habe dem Tod mehrmals ins Auge geschaut. Deutschland hätte etwas dankbarer sein können. Ich habe im Ersten Weltkrieg für mein Land gekämpft. Ja, ich bin Jude, aber in erster Linie Deutscher. Während des Krieges war ich auf dem Flugplatz von Warnemünde stationiert. Krieg kann den Fortschritt wirklich vorantreiben. Zum ersten Mal höre ich hier von Aerodynamik, abgerundete Formen, die einen abheben lassen. Direkt nach dem Krieg studiere ich Maschinenbau in Darmstadt, wo ich die Liebe meines Lebens kennenlerne. Madeleine, was für eine Frau. Sie liebt drei Dinge: Autos, Hunde und mich. Viele Strecken haben wir zusammen bewältigt. Liebste Madeleine. Beim Tod von Josef Ganz hat er seine ganzen Archive und seine ganze Hinterlassenschaft meinem Vater vererbt, zusammen mit 3.000 Australian Dollars Schulden. Und meine Eltern waren damals auch nicht in der glücklichen Lage, dass sie diese 3.000 Dollar Schulden bezahlen konnten, und so mussten sie das Erbe ausschlagen. Niemand hätte gedacht, dass von all diesen Dingen noch überhaupt etwas übrig ist. In Australien hat Josef Ganz alle Dokumente auf Mikrofilm gespeichert und bei einem Anwalt eingelagert.
Ich habe dessen Familie aufgespürt, die tatsächlich alles aufbewahrt haben. Und sie waren bereit, mir alles zu schicken. Als das erste Paket ankam, habe ich es gleich geöffnet, voll mit Mikrofilmen. Kann ich es nehmen? Ja, ja, nimm ihn raus. Halt ihn am Rand. Auf manchen sind sehr interessante Dokumente. Ich glaube, das ist ein Auto. Das kam auch aus Australien. Der Originalführerschein, voller Stempel. Wie alt war er da? Da war er 21 oder 22. Ich finde, du siehst ihm ähnlich. Ich besitze noch kein eigenes Auto. Autos sind für die Reichen, nicht für normale Leute. In Amerika bietet Ford den Menschen ein erschwingliches Auto, das Modell T. In Europa denken die Autobauer, nur mit Luxuslimousinen lässt sich Geld verdienen. Rennwagen werden immer moderner. Aber nicht die normalen Autos. Ihre Karossen sind so altmodisch. Mit den eckigen Formen sehen sie wie Kutschen aus. Nur die Pferde fehlen. Es gibt eine Ausnahme. Den Tropfenwagen von Edmund Rumpler. Mit seiner eleganten Silhouette. Er inspiriert mich. Schon 1923 träume ich von einem leichten Auto, das sich wirklich jeder leisten kann. Ein Auto für jedermann. Ein Volkswagen. From Uncle Joe, Melbourne, 63. Liebe kleine Maya, deine Großmama Margit in Basel hat für dich Reklame gemacht. Fast wie ein Automobilkonzern, bevor er ein neues Automobilmodell auf den Markt wirft. Josef Ganz hat mir diesen Brief zu meiner Geburt geschrieben. Und als ich den gefunden habe, war der sofort für mich eine totale Kostbarkeit. Und seit ich 23 bin, trage ich diesen Brief mit mir herum. Ich habe den seither immer überall hin mitgenommen. Meine Verbindung zu Josef Ganz ist mit den Jahren immer stärker geworden. Es scheint meine Aufgabe zu sein, seine Geschichte zu erzählen. Und es kommt immer etwas Neues dazu. Der Künstler Remy Markovic plant eine Installation über Josef Ganz. Mit meinem Fotoarchiv. Ich hatte keine Ahnung von Josef Ganz. Ich hatte noch nie etwas davon gehört. Und mich hat das eigentlich immer fasziniert, dass eigentlich die Autoindustrie weitgehend in den Anfängen der Großproduktion durch Nazi-Sympathisanten geprägt war. Und eigentlich wollte ich über diese Zusammenhänge etwas machen für das Kunstmuseum Wolfsburg. Im Prinzip hat sich dann diese ganze Arbeit, dank deiner Recherche, hat sich dann geändert. Als das erste Paket ankam, war das unglaublich. Eine große Kiste, voll mit Negativen. Wie viele Negative haben sie dir gegeben? Wirklich viele, Tausende. Für mich war es faszinierend, einen Eindruck von ihm zu bekommen. Er hat so viele Fotos geschossen, auch mit Humor. Es sind echt witzige Fotos dabei. Bei manchen ist rätselhaft, was sie bedeuten sollen. Er selbst erscheint nicht oft auf den Bildern, aber hier schon, nach seinem Autounfall. Diesmal habe ich zum Glück nur eine leichte Gehirnerschütterung. Ein schlecht durchdachtes Auto ist tödlich.
Bei einem Unfall wird man vom Lenkrad aufgespießt. Ich habe immer die Kamera dabei und fotografiere jedes Wrack. Diese großen Kutschen, die hier im Graben liegen, haben einen viel zu hohen Schwerpunkt. Unfälle festzuhalten, das war sicher nicht die Sensationslust bei ihm, sondern es war das auch wissenschaftliche Interesse. Warum geschieht ein Unfall? Also das heißt, er war ja immer auch technologisch interessiert. Er war trendy, er war modebewusst, sozusagen. Er war ein Avantgarde-Diesel-Junkie. Nicht perfekt, aber erstmal okay. Das Besondere an der Restaurierung ist dieses Stück greifbarer Geschichte. Damit wird ein Teil von Josef Ganz wieder zum Leben erweckt. Ich konnte ihn wirklich spüren bei der Arbeit. Ein neuartiges Auto zu konstruieren, gelingt einem nicht über Nacht. Dafür braucht man viel Zeit und Geld. Ich habe nicht die Mittel, um ein perfektes Auto zu bauen. Also werde ich erstmal Journalist. Ich werde Chefredakteur einer Autozeitschrift. Madeleine und ich ziehen nach Frankfurt. Wir leben und arbeiten in der Zeppelinallee. Madeleine ist meine Unterstützung und Zuflucht. Ich lebe für Autos, verfolge alle Entwicklungen und mache mir als Experte einen Namen. Nach wenigen Jahren haben wir bereits 13.000 Abonnenten. Wir bekommen stapelweise Post. Viele Leser sehnen sich nach der Freiheit, die ein bezahlbares Auto ermöglicht. Mein Motto ist: ohne Kritik kein Fortschritt. Ich teste jedes Modell selbst. Auf Treppen, Schotterpisten und Bergstraßen. Es gibt nichts Besseres als eine Haarnadelkurve, um ein Auto kennenzulernen. Wir decken die Fehler jedes neuen Modells auf. Nicht um der Kritik willen, sondern für den Fortschritt, um voranzukommen. Ja. Ja, Gas, 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 Gas. Müsste laufen. Die Industrie ist von unseren Kritiken wenig begeistert. Wir bekommen Drohbriefe. Sie entziehen uns die Anzeigen. Sie befürchten, dass ihr Absatz zurückgeht. Kein Unternehmen wagt es, in kleine Autos zu investieren. Es wird Zeit, dass ich mein Wissen praktisch umsetze. In der Audi-Fabrik kann ich einen Prototyp entwickeln. Ein kleiner, leichter Wagen mit Schwingachsen, Zentralrohrrahmen und Heckmotor. Ein günstiges und bequemes Auto in Stromlinienform, das auf der Straße dahingleitet.
Ich nenne das Auto Adi Ganz. Hier mein Foto auf dem Titelblatt. Der Adi Ganz ist der Natur nachempfunden. Keine harten Kanten, runde Konturen, flexible Achsen. Ein gutes Auto bewegt sich geschmeidig wie ein Panther. Oder ein Maikäfer. Das ist das originale Fotoalbum von Josef Ganz. Es sind hauptsächlich Fotos von Prototypen, nur wenige Familienfotos. Maikäfers Gerüst? Oh, Geburt. Die Geburt des Maikäfers. Du hast wirklich viele Fotos. In meinem Album gibt es keine Fotos von Hochzeiten oder Kindergeburtstagen. Nur Bilder von meinen kostbarsten Erinnerungen. Mein Maikäfer. Ein fantastisches Auto. Ich bin die Sensation in Frankfurt. Die Leute lieben mein Auto, wollen es berühren. Kinder posieren stolz hinter dem Lenkrad. Wir schaffen es sogar in die Wochenschau. Und hier ein Auto, welches ganze 260 Kilo schwer ist. In den Straßen von Frankfurt am Main, wo es auch gebaut wurde. Vorne achsenlos aufgehängte Räder. Hinten Schwingachsen. Es fährt, wie Sie sehen, über jedes Hindernis. Ladies and gentlemen, welcome to Rimatec 2017. The official opening ceremony presented by Rimatec News Editor-in-Chief Adam Hill starts within minutes. Wir sind hier auf der Messe, um Partner und finanzielle Unterstützung zu finden, um Autoteile nachzubauen und die Karosserie. Ist ein ziemlich großes Projekt. Wie Sie sehen, ist die Technik genau wie beim Käfer. Wann wurde das Auto gebaut? 1933. Also lange her. Ein sehr interessantes Stück Geschichte, dieses Auto. Momentan ist es schwer einzuschätzen, wie viel Arbeit reingesteckt werden muss. Bei der Karosserie ist es klar, mit 26.000 wird sie wie neu. Mein Onkel wird uns helfen. Brigitte auch. Und Uli hat schon was überwiesen auf unser Crowdfunding-Konto. Und er hat tatsächlich Kontakte zu einer Fachfirma in Rumänien, die uns helfen können, das Auto zu restaurieren. Ich bin überglücklich. Endlich sind die Hindernisse aus dem Weg geräumt. Alles nimmt Fahrt auf. Auch Deutschlands Automobilindustrie wird innovativ. Immer neue Modelle lösen die alten ab. Ich bin sehr gefragt. Schreibe und berate im ganzen Land. In den Ford-Werken in Köln bewundere ich die Effizienz, mit der die Autos vom Band rollen. Sie sehen zwar immer noch aus wie eckige Blechdosen, aber die Produktionszahlen sind enorm. Ich werde von Aufträgen fast überrollt. Adler, Mercedes und BMW reißen sich um mich. Also hier diese Darstellung, nicht wieder so eine chaplineske Darstellung, zwischen seinen beiden Auftraggebern, zerrissen, Großindustrie. Nur hat er die naive Hoffnung, dass er irgendwie mit seinen kritischen Beiträgen seinen Platz haben wird.
Man sieht Hakenkreuze, wie hier rechts, aber eher zufällig. Ich finde dieses Foto spannend, auf dem alle den Hitlergruß zeigen. Man fragt sich, ob Gans das Foto schießt, um nicht selbst den Gruß machen zu müssen. Natürlich stören mich diese Unruhestifter in ihren braunen Uniformen, von denen immer mehr zu sehen sind. Bald nehmen sie mich aufs Korn. Die Nazi-Zeitschrift Nationale Front nennt mich eine Gefahr für die deutsche Industrie, einen jüdischen Schädling. Das lasse ich mir nicht bieten, drohe mit einer Klage und sammle Unterstützungsbriefe. Die Nationale Front ist gezwungen, die Vorwürfe zurückzunehmen. Es ist das Jahr 1932. Noch ist das Recht auf meiner Seite. Außerdem gibt es Wichtigeres. Es ist die Chance meines Lebens. Die Firma Standard wird meinen Maikäfer produzieren. Hunderte meiner Standard Superiors schaffen es auf die Straße. Das Auto wird in zwei Farben produziert und als Volkswagen beworben. Das sind Autozeitschriften aus den frühen 30er Jahren, als der Standard Superior vorgestellt wurde. Und überall wird ganz gelobt, was er zustande gebracht hat. Der Artikel handelt vom Berliner Autosalon. Und hier schreiben sie, der Clou der Ausstellung stammt von Ingenieur Gans von der Motorkritik. Die große Automobilausstellung in Berlin. Im Februar 1933 eröffnet der frisch gekürte Reichskanzler Adolf Hitler die internationale Automobilausstellung. Er ist ein richtiger Autonarr. Begeistert hat er meinen Standard betrachtet. Ein Riesenauflauf. Nicht gerade meine besten Aufnahmen, aber dennoch. Das könnten Hitler und Göring bei der Ausstellung sein. Er stand direkt hinter Hitler. Schwer zu sagen, was sie sich anschauen. Es könnte das Fahrgestell des Standard Superior sein. Obwohl Hitler keinen Führerschein hatte, faszinierte ihn die Entwicklung von Autos. Man muss die Energie dieses Mannes einfach bewundern. Dieser Antrieb. Hitler teilt meine Vision eines motorisierten Landes. Er selbst setzt den ersten Spatenstich für die berühmte Autobahn. Achtung! In meiner Zeitschrift schreibe ich, dass Deutschland jetzt Standort einer herausragenden Automobilindustrie werden kann. Und appelliere an meine Leser, helft mit, dass der Wille unserer Regierung rasch zur Tat reifen möge. Jetzt schauen wir mal. Hallo Leute, hallo, hallo. Habt ihr endlich die richtigen Reifen? Ja, 5 Reifen. Oh, das ist großartig. Ja Leute, das ist schön. Erster Reif. Das ist schön. Also wir haben die alte Karosserie abgenommen. Ja. Haben alle Teile demontiert, sandgestrahlt, grundiert und lackiert, um auf dieses originale Fahrgestell eine neue Karosserie zu konzipieren, haben die 2 vorhandene Türen eines DDR-Autos genommen. Ja. Und um diese Tür, die ja haben hier, Sie die ganze Karosserie haben die ganze Karosserie gebaut.
Und deswegen ist diese Karosserie sehr unterschiedlich von der ursprünglichen Form des Standard Typ 1. So, gibt es noch etwas Originales oder nicht? Nein, in dieser Holzkonstruktion ist nichts original, absolut nichts. Und auch diese Radkästen und alles, denken Sie? Das ist alles falsch. Die Sitze sind nicht original, nichts ist original. It's still more work. Es ist mehr Arbeit, als ich erwartet habe. Eine Riesenarbeit. Wahrscheinlich waren wir etwas naiv. Er wusste, die Nazis kommen. Er hat aber ganz lange eigentlich immer noch daran geglaubt, dass es einen Weg gibt. Der Kleinwagen war sein Baby. Und Hitler wollte ja dasselbe. Das heißt, das war so eine naive Form von an den Fortschritt glauben und das andere wegstecken und halt ein bisschen Vogelstrauß-Politik, was viele Menschen, viele Juden auch gemacht haben, die einfach nicht daran gedacht haben, dass so etwas wirklich geschehen kann. Eigentlich hätte ich es ahnen können. Ich werde von der Gestapo verhaftet, mit dem Vorwurf, die Automobilindustrie erpresst zu haben. In dem mächtigen Gerichtsgebäude fühle ich mich winzig, unbedeutend. Tagelang befragen sie mich. Die Wochen verstreichen ohne Anklage im furchtbaren Gefängnis von Moabit. Ich kann die Schreie aus den anderen Zellen immer noch hören. Zum Glück habe ich Kontakt zu hochrangigen Personen. Nach einem Monat werde ich endlich freigelassen. Da kam er wieder raus und beim Rausgehen haben sie ihm natürlich alle seine Güter wieder zurückgegeben und dann die Kamera. Und da hat er zwei Schüsse aus der Hüfte oder eben so Fotos gemacht mit versteckter Kamera sozusagen. Er hat auch die Gefängniswärter noch schnell mal fotografiert. Und das vielleicht sogar ironisch. Also durchaus nicht einfach, ich will zeigen, dass ich hier war, Beweis. Und ich denke, es hat immer auch so eine bestimmte Leichtigkeit gehabt. Er war eigentlich relativ locker unterwegs. Also kämpferisch, aber locker. Der Bogen stimmt noch nicht ganz. Er muss an die Gesamtlinie angepasst werden. Total elegant. Ich habe die Originalfelgen genommen. Wenn sie das so nachbauen können, wäre das großartig. Nach der Haftentlassung mache ich mich sofort wieder an die Arbeit. Das zweite Modell des Standard Superior wird etwas größer, mit einer schwungvolleren Form und einer Heckscheibe. Das war eigentlich immer mein Lieblingsbild von Josef Ganz, als er eben auf diesem Standard Superior sitzt an der Zürcher Bahnhofstraße. Und deshalb war das ein spezielles Modell für mich. Und plötzlich meldete sich Paul und sagt, er hat so ein Auto gefunden in Deutschland. Und das könnte man vielleicht sogar kaufen. Wir haben ja hier den Garantieschein und die haben das am 22. Dezember 1933 gekauft. Das ist der Originalschein, ne? Das ist der Originalschein, ja. Ja. Cool. Wow. Ja. Und das ist ja das Auto. Ist ja mein Schwiegervater drauf und mein Mann. Okay. Na? Und wie lange hat dieser Wagen nicht gefahren? Also ich bin 1966 hierher gekommen und da stand das schon. Ach. Na. Es hat in der Garage gestanden. Naja.
schön zugedeckt. Ja, haben wir mal zugedeckt. Wollen wir das abnehmen? So, na. Ah, wunderschön. Kommt das gute Stück zum Vorschein. Wow. Ist wirklich na? Ein Prachtstück. It looks, yeah. Sieht noch original aus. Wow. Ah, hier ist deine Getränkehalter. Kann ich mal reinsitzen? Ja, na klar. Dieser Originalzustand, das gibt es sonst nicht. Und deshalb mussten wir uns sagen, ja, wirklich cool, Paul. Wenn es diese Möglichkeit gibt, das müssen wir auch retten. Ja, es hat ja viele, viele Ideen, die später im Volkssagen Käfer drin waren. Oder? Ja, das Beste wäre, wenn Paul und ich beide in unserem Auto über diese Berge fahren könnten. Und vielleicht auch nach Wien fahren könnten, wo Josef Ganz lebte, nach Frankfurt. An diese Orte zu gehen und beide mit diesen coolen Autos. Ja, ist okay. Es geht. Oh, shit. Oder slippery. Es ist eine ganz große Rarität. Restauration ist mit 5 Euro nicht gemacht. Aber wenn so ein Fahrzeug immer auf der Straße fährt, einsatzfähig, muss ich sagen, das ist hervorragend. Kann man stolz sein. Weil es hängt einfach auch ein Stück Herz dran. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Ich bekomme von den Nazis Berufsverbot. Ich darf nicht weiter veröffentlichen. Und niemand darf über mich berichten. Meine Auftraggeber bei Daimler-Benz, BMW und Adler kündigen mir. Selbstverständlich sind ihre Briefe voller Bedauern. Sehr geehrter Herr Ganz, wir sind leider gezwungen, unser Vertragsverhältnis zu Ihnen raschestens aufzulösen. Nach März 1934 taucht der Name Ganz nirgendwo mehr auf. Und es wird nirgends erklärt, wo er abgeblieben ist. Ich fühle mich völlig leer, kann weder essen noch schlafen. Madeleine überzeugt mich, in die Schweiz zu fahren. Ein Urlaub würde mir gut tun. Auf dem Rückweg rufe ich einen Kollegen an. Er redet wirres Zeug und meint, ich soll in den Bergen bleiben. Dort wäre ich besser dran. Ich verstehe ihn erst nicht. Plötzlich wird mir klar, dass er Angst hat, die Gestapo hört ihn ab. Welch dunkle Wolke hängt über uns. 1936 erhielt Josef Ganz eine Warnung. Und sie betraf nicht nur seine Patente, sondern auch sein Leben. Der Brief kam von einem Kollegen aus der Industrie. Er schreibt es hier unten. Der Hauptgrund dieses Briefes aber ist, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die deutschen Patente des Herrn G. gefährdet sind, solange sie in seinen Händen bleiben. Ich glaube nicht, dass man in Deutschland Federlesens machen wird, wenn man bei der Herstellung des sogenannten Volkswagens durch die Patente eines jüdischen Emigranten gehindert werden sollte, der noch dazu so beliebt ist wie der Herr G. Gänse schnattern in der Regel, aber wenn es ein Revolvergeschnatter wird,
dann wird man versuchen, dem Vogel den Hals abzudrehen. Sie wollen mir alles nehmen, was mir wichtig ist. Ohne meine Pläne und Patente bin ich ein Niemand. All das liegt für jeden greifbar in Frankfurt. Ich nehme das Risiko auf mich, meine Dokumente zu holen. An einem Tag, an dem die Nazis beschäftigt sind. Der Reichsparteitag in Nürnberg. Ich fahre ohne Pause, versuche die Nerven zu bewahren. In Frankfurt hat sich kaum was verändert. In unserem Garten trinke ich Tee mit den Kollegen. Ich schieße ein letztes Bild vor dem endgültigen Abschied. Dann packe ich die Papiere, Patente, Zeichnungen ins Auto und verlasse Deutschland. Ich fahre auf Nebenstraßen. Am Grenzübergang steht nur ein einziger Zöllner. Er winkt mich durch. Erschöpft erreiche ich Zürich. Irgendwie hat er sich 1935 einen Pass von Honduras besorgt. Er war auf der Suche nach einer neuen Heimat. Er konnte nicht nach Deutschland zurück. Den Pass hat er für seine Reisen durch Europa genutzt, nachdem er Deutschland verlassen hatte. Er war staatenlos. In keinem Land konnte er bleiben. Nach Norwegen, Italien, durch ganz Europa. 1938 wird mir die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Damit verliere ich sämtliche Ansprüche auf meine Patente. Ich freue mich, dass es der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeit seines Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare ab Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Ich sauge förmlich alle Nachrichten aus Deutschland auf. Ferdinand Porsche hat von Hitler den Auftrag bekommen, einen Volkswagen zu bauen, der 1000 Mark kosten soll. Hitler selbst hat eine Skizze angefertigt, die meinen Entwürfen erstaunlich ähnelt. Sie hat die typische Tropfenform, die ich seit langem propagiere. Der Konstrukteur des Wagens, Professor Dr. Porsche, erklärt dem Führer das Chassis. Porsches Konstruktion folgt genau der Bauart, die ich entworfen habe. Heckmotor, Zentralrohrrahmen, Schwingachsen und eine stromlinienförmige Karosserie. Die Modelle, die Porsche Hitler präsentiert, sind wunderschön. Ich hätte es nicht besser machen können. Hitler will ein perfektes Ergebnis. Er will, dass du ein rein deutsches Produkt für seine deutsche Nation wirst. Die Schweizer geben mir eine befristete Aufenthaltsbewilligung. Auch Madeleine, ihrer Schwester und ihrem Cousin Dieter. Wir lassen uns in Zürich nieder. Ich bin 1930 geboren und habe dann bei Josef Ganz von 37 an in der gleichen Wohnung gelebt. Und das war ein Haushalt von zwei Frauen, einem Mann und einem Kind. Wo ja. Die Stecken hochgehen, da hast du gewohnt? Ja, also du siehst, es sind zwei Garagen. Okay. Und eine hat uns gehört.
Ja. Und der andere ist das Auto. Das Bild ist also, du siehst das Haus da noch ein bisschen. Mhm. Also das waren die Jahre, in denen er den Schweizer Volkswagen gebaut hat. Glaubst du, dass das für Josef Ganz eine gute Zeit war, die Zeit, die er hier in diesem Haus verbracht hat? Ja, ja, ja. Und das ist auch sehr harmonisch. Und, gell, es ist also. Nein, es war eine gute Zeit. Bist du überrascht, dass ich mich so schnell einleben konnte? So einfach kann man mich nicht brechen. Und tatsächlich. Mit Hilfe der Schweizer Regierung entwerfe ich einen Schweizer Volkswagen. Wohl mein bester Entwurf überhaupt. Ganz. Ich teste einen Prototyp aus Aluminium und nenne ihn meinen Silberfisch. Madeleine ist stolz. Wir beginnen zunächst mit einigen Testmodellen. 1939 schließe ich dann mit der Firma Rapid einen Vertrag über 25.000 Fahrzeuge. Aber erneut werden meine Hoffnungen zerschlagen, bevor ich die Lorbeeren für meine Arbeit ernten kann. Wieder Krieg. So kurz nach dem ersten. Hitlers Autowerk wird zu einer Waffenfabrik umgebaut, die Geschütze, Panzer und andere Kampffahrzeuge herstellt. Die Produktion wird hochgefahren. Alles ist auf Krieg ausgerichtet. Neue Volkswagen für die Panzerarmee des Generaloberst Rommel. Du, mein lieber Käfer, wirst zu einem Kriegsfahrzeug umfunktioniert. Aufklärungsverband der Waffen-SS. Er ist mit Spezialvolkswagen ausgerüstet. Die kleinen Fahrzeuge sind sehr schnell und wendig. Sie bringen dir bei, wie man kämpft. Und sogar schwimmt. Mein Käfer fliegt. Der Vater ist im Krieg. Die Mutter ist im Bummerland, Bummerland ist abgebrannt, mein Käfer fliegt. Dieser Krieg war, obwohl er so unausgesprochen war, in meiner Familie immer sehr präsent. Und da gab es immer dieses Lied vom Maikäfer. Und irgendwie wussten wir, das hat ganz persönlich mit uns zu tun, also meine Schwester und ich. Und wir hatten immer das Gefühl, ja, irgendwann, also wenn alles so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen, dann würden wir jetzt in einem Schloss leben, irgendwo in Wien. Meine Großmutter eigentlich, die ja jüdisch gewesen wäre, die konvertierte dann, die wollte nicht über das Jüdische sprechen, weil das ihnen viele Probleme gemacht hat, der Familie. Da habe ich nie ein Wort mit ihr drüber gesprochen. Hi, Joe, Norbert, hallo. Wie geht's dir? Geht gut. Das ist grundsätzlich die jüdische Meinung von den Juden in der Schweiz. Man darf nicht auffallen. Oder man darf gar nicht sagen, dass man jüdisch ist. Während dem Krieg 1941 war ein Plan von den Deutschen, die Schweiz anzugreifen, also zu besetzen. Und dort haben wir natürlich wahnsinnig Angst gehabt.
Die Zeit war ängstlich während den ersten Kriegsjahren. Als Jude war er natürlich speziell gefährdet und sind dann aus Zürich in die Berge gegangen, in der Hoffnung, dass wenn Hitler käme, dass man in den Bergen bessere Situation war. Und ja, ich habe natürlich viel miterlebt, seine Ärger, seine Sorgen. Ich kenne die Strecke nach Luzern in- und auswendig. Am See liegt das Haus meines Onkels, Villa Solina. Mein Onkel Alfred ist wirklich großzügig. Er hilft jüdischen Flüchtlingen und auch mir. Das Haus ist von Familie und Freunden überfüllt. Aus Deutschland kommen schreckliche Nachrichten. Meine Nichte Elisabeth ist in Auschwitz interniert. Tante Regina stirbt in Theresienstadt. Todeskommandos der Gestapo sollen die Schweizer Grenze überqueren. Ich bin vor Angst wie gelähmt. Benzin wird rationiert. Ich hänge fest. Oder wir haben gewusst, das ist, damals hat man Konzentrationslager schon kennt. Mhm. Also Angst spürt man als Kind. Mhm. Ja, die Mutter hat sich, glaube ich, so irgendwie schon fast vorbereitet, falls sie dann kommt oder so, habe ich mal gehört. Oder? Also Gift ist bereit gelegt. Der Unterboden wurde entfernt. Das Problem ist folgendes. Das Holz ist bestimmt in einem so schlechten Zustand, dass das Ding brechen wird. Alles ist verrostet, alles ist... Guck mal hier, wie das hier aussieht. Ne? Das ist ja so brüchig wie Papier schon. Ja. Was heißt das dann? Dann kannst du es gar nicht restaurieren. Wir werden das so nicht machen können. Modell 2, dachte ich, in 4 Monaten habe ich mein Auto. Und das ist jetzt nicht so. Und das Auto ist natürlich eine einmalige Gelegenheit. Und eben, das ist das Auto, mit dem alles begonnen hat. Also dieses Auto, wenn es fahrbereit sein sollte oder sein muss, dann gehören ja auch gewaltige Arbeiten. Mhm. Priorität hat mal die Restauration, ja, des Modell 1. Darauf konzentrieren wir uns auch. Also wir bemühen uns. Thank you.
Und endlich schwiegen die Waffen in Europa. Erinnern wir uns noch der Freude jenes Tages? Der Krieg hatte uns kaum gestreift. Die Drohung fiel von uns ab. Abgerissen und ausgehungert feiern wir das Ende des Krieges in Zürich. Wir sind am Leben. Wir tanzen und schwingen die Flagge. Deutschland liegt in Trümmern, besetzt von den alliierten Mächten. Ich will nicht zurück. Für mich gibt es dort nichts. Sie haben alles verloren. Sie waren arm. Mause, Mause, arm. Aber nicht alles ist zerstört worden. Du, mein unverwüstliches Auto, wirst schon bald wieder auf den Straßen sein. Die Deutschen, die sich so lange der Kriegsproduktion verpflichtet hatten, stellen nun auf Friedensproduktion um. Schon 1946 werden unter englischer Verwaltung wieder Käfer gebaut. Wer hätte gedacht, dass du Deutschland wieder auf die Beine bringst? Dass der Käfer zum Symbol des Wiederaufbaus wird. Wolfsburg ist das Herz von Volkswagen. Die ganze Stadt ist mit dem Werk verbunden. Im Zentrum steht ein großes Kunstmuseum. Warum ein Kleinwagensymposium im Kunstmuseum Wolfsburg? Es geht um nicht weniger als Weltwissen. Und sind jetzt hier im Raum von Remi Markovic. Und diese Installation heißt Nutnik Forgetting Josef Ganz. Und nach all dem, denke ich, ist es ein sehr treffender Titel. Denn Nutnik, das heißt auf Jiddisch Störenfried. Und Forgetting Josef Ganz ist natürlich ex nihilo gedacht, dass man sozusagen diesen Josef Ganz, der lange vergessen war, wieder rausholt. Und Remy. Wir haben dann in der Mitte des Raumes den Entwurf quasi für ein Denkmal für Josef Ganz. Historiker von VW haben mich eingeladen. Thema der Tagung ist, wer den Entwurf des Käfers mit beeinflusst hat. Als er begann, Prototypen zu bauen, sagte die Branche, das funktioniert nicht. Aber er bewies das Gegenteil. Der Ardi und der Maikäfer sind einfache Autos, aber ihr Design ist sehr innovativ. Ich denke, dass seine Entwürfe wie auch seine Patente das Design des Käfers beeinflusst haben. Dankeschön. Herr Lander? Josef Ganz war sicherlich eine Figur, die medial für Aufsehen gesorgt hat. Er war sehr, sehr unbequem. Die Motorkritik, das waren so die jungen Wilden, die dort veröffentlicht haben, die natürlich immer wieder die etablierten Konstrukteure und die Automobilindustrie angegriffen haben. Seine technische Rolle, das sehe ich zu überbewertet. Ich sehe eigentlich keine Ähnlichkeiten zwischen dem sogenannten Maikäfer und dem Porsche Volkswagen, sage ich mal. Die Schwer war ein bisschen fremd auf das Symposium. Die Atmosphäre bei der Tagung war ziemlich seltsam. Die Argumente und Belege wurden sofort heruntergespielt. Das bedeutet doch nicht viel, dieses kleine Auto. Der Name Maikäfer ist Zufall. Nur um daran festzuhalten, dass Josef Ganz unwichtig war. Wie würde man das aber in der Abfolge dann eigentlich sehen? Also ist jetzt der Maike, also das, was Maikäfer genannt wird, ist ja, wenn man so will, ein Name. Ja? Das ist ein Kleinstwagen. An solchen Punkten sind, glaube ich, sozusagen die Fragen zu stellen, ob wir wirklich nicht vermeiden sollten, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Weil dann hat man nämlich auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel... Sie sehen seine Errungenschaften überhaupt nicht. Oder wollen sie nicht sehen? Ja, es ist überraschend, dass bis heute eine fast feindselige Stimmung gegen ihn herrscht. Warum fällt es Ihnen so schwer, seine Arbeit anzuerkennen? Der Porsche kann schon sagen,
er hat den VW gemacht, das stimmt. Mhm. Ja. Aber wenn wir gerade schauen, was da drinnen ist. Mhm. In Stromlinienform, mit Heckmotor, mit der Schwingachse, die wesentlichen Komponenten sind separat. Ich suche Gerechtigkeit und schreibe hunderte Briefe, in denen ich zurückfordere, was mir gehört. Ich kämpfe um die Patente und gegen alte Nazis, die meinen Ruf schädigen wollen. Er hatte so viele Beweise. Er wollte wirklich beweisen, dass er im Recht war. Ein Journalist hat geschrieben, dass die Ganzprozesse fast die Schweizer Justiz lahmlegten. Einmal liefen 10 Prozesse gleichzeitig. Man hat gesagt, der Ganz ist ein Querulant, weil er sich überall, er hat sich nichts gefallen lassen und hat probiert, er war ein Kämpfer, der hat, also wenn ein Unrecht ihm geschah, hätte er probiert, das zu bekämpfen. Das darf man nicht. Man darf gegen die Obrigkeit nichts gewinnen. Ja. Dann macht man sich ja schlecht. Oder? Das ist das Problem. Das ist das Problem gewesen. Ja. Oder? Deswegen haben wir, hat die Familie gesagt, don't fight. Oder? Um Gottes Willen kein Prozess. Ich habe mich nie damit befasst, ernsthaft zu prozessieren gegen Volkswagen oder so etwas. Das hätte mich sicher sehr unglücklich gemacht. Aber meine Schwester, sie hatte damals sehr stark das Gefühl, dass man diese Geschichte mit dem Volkswagen richtigstellen müsse. Und irgendwie war das wie zu viel für sie. Sie konnte das alles nicht verkraften. Meine Schwester ist an dieser Thematik zerbrochen. Hat sie, ja. Aber als meine Schwester dann eben verstorben ist, bin ich wie alleine zurückgeblieben, auch mit einem gewissen Entsetzen, alleine mit dieser Geschichte zurückgeblieben zu sein. Ich glaube, er ist da. Guten Morgen. Er ist super gut gemacht. Es gibt keine Rückfenster in Typ 1. Nicht? Nein. Hast du uns das gesagt oder nicht? Mein Modell hat keine Rückfenster. Mein 3D-Modell. Auf deiner Zeichnung war kein Fenster? Nein. Aber du hast gar keine Zeichnung von hinten. Keine Zeichnung von hinten? Denkst du, das ist zu kurz? Es sollte... Ich glaube, das müsste tiefer liegen. Wie tief? Dass es hier endet, nicht dort. Also die Länge wäre dann etwa bis hier. So? Ja. So? Ja. Ja, und dann ein bisschen abgerundet. Hier haben wir einen Josef Ganz in einer sehr charmanten, verschmitzten Form. Das ist in St. Moritz. Mit seinem Silberfisch ist er da raufgerauscht. Eine Leistung für sich, weil er für das Bob-Team einen Auftrag hatte, den Bob
das System besser zu machen. Im Jahre 1946 wurde er vom bekannten Automobilingenieur Josef Ganz durch eine besondere Federung der Kufen verbessert. Die Schweizer auf dem ersten und zweiten Platz, Amerika dritter, Belgien vierter und England fünfter. Auch wieder so ein super schizophrener Act. Auf der einen Seite gewinnen die Schweizer Gold und Silber mit Josef Ganz Erfindungen und am Schluss zerrinnt ihm alles. Die haben ihn mit dem Grund verhaftet, er hätte ohne Arbeitsbewilligung gearbeitet in der Schweiz. Damals hat man ihn 24 Stunden Erlass hat man ihn dann rausgeknallt. Ich bin wieder zu der Tante gekommen. Mhm. Und bin ins Zimmer vom Seppel. Und das Zimmer war leer. Kein Auto mehr und nichts mehr. Mhm. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen von der Madeleine. Und dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, Madeleine, was ist los? Und dann sagt sie, der Seppel ist weg. Ich bin sehr traurig. Dann habe ich gesagt, er kommt sicher wieder. Nein, er kommt nicht mehr. Er ist nach Australien. Der Rauswurf aus der Schweiz hat mir den Rest gegeben. Ich kann es nicht mehr ertragen, beleidigt, gejagt und verfolgt zu werden. 1951 nehme ich eine Schiffspassage nach Australien. Ich lasse alles und jeden, den ich liebe, zurück. Welche Ironie! Ich verlasse den Kontinent und du, mein lieber Käfer, wirst weltweit verschifft. Sie hören jetzt eine erstaunliche Geschichte, die vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete ein Ingenieur aus Europa hierher. Er ließ sich in Melbourne nieder und begann hier nochmal von vorne. Die bemerkenswerte Geschichte von Josef Ganz erzählt uns der Journalist Paul Schilperoth, der sich damit seit Jahren beschäftigt. Who's been researching it for years. Er lebte hier von 1951 bis 67. Er muss eine Menge Leute getroffen haben. Wenn jemand eine Verbindung zu Ganz hat, rufen Sie uns in der Radiostation an. Ich versuche noch mal von vorne anzufangen. Ich lebe in Melbourne, in einem Viertel mit vielen Migranten, die aus dem zerstörten Europa geflohen sind. Die jüdischen Bäcker, Überlebende wie ich, haben sonntags geöffnet. Das war unsere Wohnung im dritten Stock. Joes Wohnung war hinten auf derselben Etage. Und wo haben Sie gewohnt? Wir waren in 3A. Joseph 3H, das war seiner. Das sind noch dieselben... Die Briefkästen von damals. Ah, schöne Aussicht. Absolut. Ich erinnere mich, als der Vater die Unterlagen gab. Joe saß dort, ich da und mein Vater hier. Joe hat die ganzen Unterlagen auf den Tisch gelegt und die Fotos. Sie wissen nicht, warum er das Ihrem Vater gegeben hat. Er wollte, dass seine Geschichte erzählt wird. Aber mein Vater ist 1985 gestorben. Und jetzt haben Sie das erledigt. Ich finde bald eine neue Stelle als Ingenieur bei General Motors. Sie bauen aber nicht gerade aufregende Autos. Es müsste doch möglich sein, hier einen australischen Volkswagen zu entwickeln. Aber der Plan wird nicht realisiert. Es reicht nur für einen Zeitungsartikel. Das sind Joes Zeichensachen. Ich glaube, die hat er damals aus Deutschland rausgeschmuggelt.
Unglaublich, richtige Präzisionsinstrumente. Absolut. Ich vermisse meine alten Freunde, meine Familie, Madeleine. Der Briefkasten ist mein letzter Rettungsanker. Ich bekomme Fotos von Nichten, die ich nie treffen werde. Madeleine schickt mir Zeitungsberichte aus Europa über deinen großen Erfolg. Generaldirektor Nordhoff und Ferdinand Porsche werden gerühmt. Aber mein Name wird nicht genannt. Und so feierte man in Wolfsburg den inzwischen schon längst wieder verflossenen Tag, da der millionste Nachkriegs-Volkswagen vom Fließband lief. 1 Million Käfer. Was für ein Fest. Auch da stehe ich nicht auf der Einladungsliste. Aber nur wenig später schreibt mir Generaldirektor Nordhoff höchstpersönlich einen Brief aus Wolfsburg. Lieber Herr Ganz, nachdem ich durch einen glücklichen Zufall Ihre Adresse erfahren hatte, gibt mir nun ein Gespräch, das ich vor kurzem mit gemeinsamen Zürcher Freunden hatte, Anlass, Ihnen diesen Brief zu schreiben und Sie ohne viel Floskeln zu fragen, ob Sie Interesse daran hätten, uns noch ein wenig bei unserer Arbeit hier im Volkswagenwerk zu helfen. Sie brauchen mich. Sie brauchen mich also doch. Ich antworte, dass ich hoch erfreut wäre, für ihn zu arbeiten. Und für jenes Unternehmen, das meinen Maikäfer zum Leben erweckt hat. So wünsche ich mir mit meinen 63 noch ein paar Jahre fruchtbringenden Tätigkeit im Schatten eines wohlwollenden Meisters an einem Werke, das die Maikäfer-Idee die Welt zu erschließen half. Das hätte ein so schönes Ende sein können. Ich im VW-Werk in Wolfsburg. Doch es soll nicht sein. Kurz vor der Abreise trifft mich ein Herzinfarkt. Hallo, Dr. Knight? Ja? Hallo, ich bin Paul Silperot. Kommen Sie rein. Danke. Ich fand Ihren Namen bei meiner Recherche. Seit 1961 ist er arbeitsunfähig aufgrund einer Herzkrankheit. Außerdem leidet Herr Ganz unter Depression. Er war verbittert, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Er war kein glücklicher und gesunder Mann, sondern sehr alt für sein Alter. Ich gehe kaum mehr nach draußen. Liege im Bett. Meine Nachbarn versorgen mich mit Essen. Ein Auto, das nicht fährt, rostet. Ich sehe dich überall. Du wirst gefahren von jungen Leuten mit langen Haaren, die ihre Freiheit im Volkswagen feiern. Ich gebe einer australischen Autozeitschrift ein Interview und erzähle meine ganze Lebensgeschichte. Ein letzter Versuch. Bevor er starb, erzählte er mir, dass Volkswagen ihm tatsächlich eine kleine Rente gezahlt hatte. Nicht gerade die Anerkennung, die er sich erhoffte. Aber immerhin eine Bestätigung für seine ganze Arbeit. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich bekommen hat. Das habe ich mich gefragt. Hat sich seine Situation verändert? Hatte er mehr Geld? Nein, daran würde ich mich erinnern. Also haben Ihre Eltern ihm Essen gebracht? Ja. Meine Familie kam gerade nach Hause, als meine Mutter rief, Joe ist ohnmächtig. Wir sahen nur seine Beine in den Flur ragen. Er war wohl direkt an der Tür zusammengebrochen. Mein Vater ist hingerannt.
Aber bevor der Krankenwagen ankam, ist er gestorben. In den Armen meines Vaters. Ich suche die Ruhestätte eines Mannes, der hier in den 60ern eingeäschert wurde. Ich kann Ihnen den Garten der Nähe zeigen, wo die Asche immer verstreut wird. Er befindet sich hier. Hier? Schon seltsam, dass hier gar nichts ist. Nicht mal ein Grab oder eine Gedenktafel. Liebe kleine Maya, wenn dieser Brief zufällig erhalten bleibt, bis dahin wirst du dir erzählen lassen müssen, wer ihn geschrieben hat. Ein Großonkel, Ingenieur wie dein Papa, den es aber bis ans andere Ende der Welt verschlagen hat, weil er ins Rad der technischen Geschichte eingriff und das damals viel böses Blut gemacht hat. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass du die Zeit erlebst, in der es wirklich wert ist zu leben, in der nicht Gewalt, sondern das Recht regiert. Allerherzlichst, dein Großonkel Joe. Wir haben heute ein besonderes Highlight. Der Standard Superior wird erstmalig der Öffentlichkeit vorgeführt nach über einem Jahr Restauration. Noch einmal probieren. Vom Volkswagen. Ich bin dein abwesender Vater. Was wird bleiben von mir? Ich habe keine Kinder. Und mein Name ist keine Marke wie Porsche. Aber ich habe etwas erschaffen, das unser Leben verändert hat. Mit enormen Folgen. Ein Wagen für alle. Jawohl. Lasse, gut gemacht. Paul und Lorenz, well done, excellent. Keine Fahrzeugpapiere, kein Kennzeichen. Nein, nein.